So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wunderschönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie noch die Zeit finden, den Resonanzboden für meine Überlegungen darzustellen. Und ich hoffe, dass Sie auch ein wenig davon mit nach Hause nehmen können. Wir haben uns in der letzten Sitzung über das Handbuch des preußischen Staates ins Bild gesetzt und welche Informationen aus dieser Aufstellung heraus zu entnehmen sind. Und das ist natürlich insbesondere dann auch interessant ab dem Zeitpunkt, ab dem das Gesetz über die Neuordnung des Reiches oder über den Neuaufbau des Reiches in Kraft tritt und seine Wirkmächtigkeit entfaltet. Und dieses Gesetz tritt zum 30. Januar 1934 in Kraft. Das ist natürlich ein symbolträchtig gewähltes Datum. Das Gesetz hätte auch schon im Dezember 1933 in Kraft treten können, aber ein Jahr nach der Beauftragung Hitlers durch Hindenburg zur Regierungsbildung erklärt die nationalsozialistisch geführte Regierung die Umstellungen und den Neuaufbau des Reiches für abgeschlossen. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass man aus nationalsozialistischer Position heraus ziemlich sicher ist, dauerhaft die Macht im Staate errungen zu haben. Und dazu ist natürlich die formale Grundlage das Ermächtigungsgesetz aus dem März 1933, das der Regierung das Recht einräumt, anstelle des Reichstages Gesetze zu erlassen, und zwar befristet für 4 Jahre. Und es ist dann eigentlich immer klar, dass kurz vor Ablauf der 4 Jahre die Reichsregierung sich selbst ermächtigt, diese Ermächtigung nochmal 4 Jahre zu verlängern. Das ist ja solchen Gesetzen dann implizit. Also das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei den 3 Wünschen, die man bei verschiedener Gelegenheit im Märchen frei hat. Und ich wundere mich dann immer, dass nicht der erste Wunsch ist, ich hätte ja 12 weitere Wünsche. Und da steht eigentlich theoretisch steht nichts entgegen, aber es wird irgendwie niemals gewünscht. Na gut. Das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches degradiert dann nochmal formal die Länder zu Vollzugsinstitutionen des Willens der Reichsregierung, und es erhebt auch rein formal die bislang preußischen Ministerien in den Rang eines Reichs- und preußischen Ministeriums für, und dann kommt die Zuständigkeit dieses Ministeriums. Und praktisch Zusammenführung der Reichs- und preußischen Ministerien, das hatte ich ganz am Anfang erläutert, hat den Zweck, den Unterbau der preußischen Ministerialbürokratie mit den Kompetenzen des Reichs zusammenzuführen. Das heißt, das Reich ist seit Gründung der Weimarer Republik arm. Es verfügt über über nur eingeschränkte Mittel und kann deshalb den Aufbau seiner Ministerien nicht in einem vergleichbaren Umfang vorantreiben, wie das dem Verhältnis gegenüber einem Teilstaat, der Preußen ja ist, angemessen wäre. Und Preußen verfügt eben über die althergebrachten ministerialen Strukturen, weil vor Gründung des Kaiserreichs war der König von Preußen bei wachsenden Kompetenzen eben auch auf eine wachsende Bürokratie angewiesen und verfügt deshalb über die notwendigerweise erfahrenen Personen in der Staatsverwaltung. So, was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass rein formal der Zuständigkeitsbereich eines Teilstaates, der
60% etwa 60% des Territoriums und der Bevölkerung bislang umfasst hat, auf das ganze Reich ausgedehnt wird. Und das bedeutet aber auch, dass der eine Prozentsatz ist höher, entweder für die Bevölkerung oder für die territorialen Anteile, aber das vergesse ich immer, welcher von beiden das ist. Und über 60% bei beiden ist auf alle Fälle richtig. Und das bedeutet aber, dass den Satz muss man anders anfangen. Also, Ausweitung der Kompetenzen. Und die Frage ist, inwieweit sich die fraglichen Ministerien dann gegenüber anderen Institutionen, Parteiämtern und Ähnlichem behaupten. So, fangen wir das mal so an. Und eine Studie, die sich auch in der Literaturliste findet und die schon relativ früh fertiggestellt war, war der Sammelband von Alexander Lützenadel über das Reichsarbeitsministerium im Nationalsozialismus. Der ist vor 5 Jahren herausgekommen in der Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, ein Jahr später. Und es geht um die Zuständigkeiten des Reichsarbeitsministeriums. Wenn wir hier auf unsere Liste schauen, dann ist für Arbeit eine einzige Person durchgängig in von Hitler verantworteten Kabinetten verantwortlich, und zwar Franz Selte, am Ende für 2 Tage unterbrochen, abgelöst durch Theo Hupfauer, bevor Selte wieder in diese Verantwortung eintritt. Und Franz, der Lebenslauf, also wir haben Franz Selte im Bild, sehen Sie hier rechts von Hitler, also ganz links, Röhm als Staatschef der SA beim sogenannten Stahlheldentag in Hannover am 24. September 1933, Adolf Hitler und hier Franz Selte. Franz Selte, Ulrike Schulz präsentiert den Lebenslauf in ihrem Beitrag, sozusagen in ihrem längeren Beitrag über das Reichsarbeitsministerium von 1919 bis 1945, hat also ein Lebensalter von knapp 65 Jahren erreicht, 1882 in Magdeburg geboren, 1947 in Fürth gestorben. Leitet eine Chemiefabrik, die der Vater gegründet hat, und zwar für die Herstellung von Aromen, Riechstoffen anderen Inkredenzien. Verliert 1916 seinen linken Arm im Hauptmannsrang im Ersten Weltkrieg als Kriegsfreiwilliger. Und das führt ihn dazu, dass er seine Berufung erkennt für in Anführungszeichen die Frontsoldaten, Anführungszeichen Ende, einzutreten. Er ist Mitbegründer des Stahlhelm, der Stahlhelmbund der Frontsoldaten, wird später in die SA praktisch zwangsüberführt. Und das bedeutet, dass sie keinen Antrag auf Mitgliedschaft in der SA stellen müssen, sondern qua ihrer Mitgliedschaft im Stahlhelm sind sie bei der Übernahme des Stahlhelm durch die SA dann zum SA-Mitglied geworden. Das ist die Art und Weise, wie Erich Rammler zum SA-Mitglied wird. Der ist eigentlich Mitglied im Stahlhelm, und dann wird der Stahlhelm von der SA übernommen und dadurch wird Erich Rammler zum Mitglied der SA. So, Selte ist Mitglied der DVP, dann der DNVP, und ich hatte eben seinerzeit gesagt, dass er zu denjenigen gehörte, die nicht Mitglied der NSDAP sind bei der Vorstellung des Kabinetts. Das war auch richtig.
Er stellt allerdings seinen Mitgliedsantrag dann im April 1933 und gehört so rein formal zu den sogenannten Märzgefallenen, die Goebbels so gekennzeichnet hat. Die Märzgefallenen sind diejenigen, die nach der manipulierten Reichstagswahl vom März 1933 ihren Mitgliedsantrag in die NSDAP einreichen und erklären, weil man sich dadurch eine bessere Ausgangsposition im Umbruch befindlichen Staat erhofft. Das ist jetzt nichts Untypisches. Das finden Sie in anderen Zusammenhängen auch, als Bill Clinton die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen hat. Da gab es dann plötzlich die Gruppe Friends of Bill. Und Friends of Bill waren Menschen, die bei irgendwelchen Wahlkampfveranstaltungen vorher Bill Clinton ihre Visitenkarte zugesteckt hatten oder umgekehrt von ihm eine erhalten hatten. Und aus der Gruppe der Friends of Bill, egal was die ansonsten gemacht haben, stammte dann eine erkleckliche Anzahl von Bewerberinnen und Bewerbern auf neue Positionen einer demokratisch geführten US-Regierung, weil man Vertreterinnen und Vertreter der Republikaner nach mehreren Jahren Bush- und Reagan gestalteter Administration eben in den Ämtern ersetzen wollte. Und dann brauchen sie Fachpersonal. Und das Fachpersonal finden sie nicht so ohne weiteres immer. Und dann ist halt die Frage, sind unter denen, die sich da bewerben, reihenweise Opportunistinnen und Opportunisten? Oder meint es die Menschen tatsächlich ernst? Auf welche Referenzen können sie denn dann zurückblicken? Und die Tatsache, dass dann Millionen Deutsche ihren Aufnahmeantrag in die NSDAP eingereicht haben, führt dann dazu, dass es für den Mai 1933 einen Mitgliederstopp gibt und dass dann die Möglichkeit, NSDAP-Mitglied zu werden, das hatte ich ja schon mehrfach erläutert, nur zu ausgewählten Zeitpunkten nach Opportunität des NSDAP-Schatzmeisters gegeben ist. Literaturhinweis auf der Liste, wie wurde man Parteimitglied, und die Frage beantwortet sich dann halt nach den Phasen, in denen sozusagen das Fenster aufgeht. So, Selte tritt also im April 1933 der NSDAP bei, war vorher noch Reichskommissar für den Freiwilligen Arbeitsdienst und verstirbt, bevor es irgendwie zu einer Anklageerhebung vor dem Kriegsverbrechergericht kommen wird oder kommen kann. Aber das ist aus Sicht der Alliierten auch nicht so dringend notwendig, weil man ja mit Albert Speer und Sauke Menschen bereits angeklagt hatte, die einen größeren Verantwortungsbereich zu verantworten haben. Gut. So. Franz Selte wird als schwacher Minister während der Zeit des Nationalsozialismus charakterisiert. Und diese Charakterisierung als schwacher Minister erarbeitet er sich sozusagen durch die Einschätzungen von Parteigängern der NSDAP als seinen unmittelbaren Konkurrenten um Macht und Einfluss. Da ist zum einen Albert Speer zu nennen und zum anderen ist das Robert Ley. Albert Speer, bekannt als in Anführungszeichen der Architekt des Führers, und Speer selbst vom Juni 1943 Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion. Robert Ley, der Führer der Deutschen Arbeitsfront. Und Robert Ley war in untergeordneter Position Angestellter bei den IG Farben,
interessanterweise, weil die NSDAP in den Reichstagswahlkämpfen gegen Ende der Weimarer Republik gegen IG Moloch polemisiert und ideologisiert und eine von ihr als übermäßig eingeschätzte Anzahl von Direktoren jüdischer Konfession in der öffentlichen Debatte anprangert und Lai tritt also in öffentlichen Reden tatsächlich gegen den IG Farben-Vorstand auf und wird dann mit einem goldenen Handschlag aus den IG Farben verabschiedet. Nimmt dann das Parteiamt des Führers der Deutschen Arbeitsfront wahr, ist auch ein begnadeter Redner, allerdings zumeist in betrunkenem Zustand, weshalb ihm auch der Spitzname des Reichstrunkenboldes beigelegt wird. Also es gibt ja für alle möglichen Positionen dann alle möglichen Bezeichnungen und die werden dann halt verballhornt und Lai ist dann als der Reichstrunkenbold in die Geschichte eingegangen. Das Programm der Deutschen Arbeitsfront, um das an der Stelle sozusagen fußnotenartig zu erwähnen, die Absicht ist, die Arbeiterinnen und Arbeiter nach Möglichkeit für die Ziele des NS-Regimes einzuspannen. Und das hat auf der einen Seite die von der NSDAP verfügte und durchgeführte Entmachtung der Gewerkschaften zur Folge. Also 1. Mai 1933, Adolf Hitler hält in Berlin eine über den Rundfunk übertragene Ansprache zum Tag der Arbeit. Tenor, wir vergessen die alten Streitigkeiten und fügen uns zur neuen Volksgemeinschaft zusammen. Die Anführungszeichen hören Sie jetzt bitte mit, ohne dass ich die jedes Mal dann erneut betone. Aber wer jetzt immer noch Widerstand leistet, der stellt sich außerhalb der Volksgemeinschaft und wird dann die Konsequenzen spüren. Danach gab es eine riesen Fete und die Gewerkschaften gingen nach Hause und haben triumphiert, dass die neue Regierung sozusagen den Kniefall vor der Macht der Arbeiter gemacht hat und am 2. Mai morgens um 4 Uhr treten dann Einheiten von Gestapo und anderen an, besetzen die Gewerkschaftshäuser, beschlagnahmen die Gewerkschaftskassen, die Beitrags-, die Mitgliedslisten und Ähnliches. Das heißt, auf einen als Triumph empfundenen Tag der Arbeit durch die Gewerkschaften folgt praktisch 10 Stunden später deren machtpolitische Zerschlagung. Und man soll da, es ist dann immer viel über Widerstandswillen und Ähnliches gesprochen worden. Ja, das will ich hier gar nicht kleinreden, aber man soll die Menschen, die den Terror ausgeübt haben, auch nicht für dumm verkaufen. Also wenn dann in irgendwelche Kissenbezüge oder Ähnliches die Mitgliederlisten eingenäht werden, die Leute von SA, SS und Gestapo sind nicht so blöd, als dass sie das nicht gefunden hätten. Und wer dann immer noch glaubt, die Mitglieder von Gewerkschaftseinheiten als Kartverein weiterführen zu können, liefert eigentlich nur die Vorlage dafür, dass dann solche Gruppen endgültig zerschlagen werden. Gut, die Frage, also welche Funktion hatte denn das Reichsarbeitsministerium, wir waren noch bei der Deutschen Arbeitsfront und das war jetzt sozusagen die Peitsche. Das Zuckerbrot war dann Organisation wie Kraft durch Freude, also Organisation von Ferienaufenthalten für verdiente Parteigenossen. Es wurden Kreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt, wo sie eine Seereise antreten konnten. Und natürlich war da das herausragende Engagement in der Partei und in Parteiorganisationen eine gewisse Vorbedingung. Und die Kreuzfahrtschiffe konnten sie hinterher im Zweiten Weltkrieg wunderbar als Lazarettschiffe einsetzen. Also es ist nichts genauso wie
Aurora als Riesenbauprojekt. Vielleicht weiß nicht, war von Ihnen schon mal jemand in Aurora gewesen? Also ich habe es mir auch angesehen und bin dann den Dobermännern glücklicherweise die Grundstücksgrenze wieder entkommen, die dann da irgendwann mal von der Leine gelassen worden sind. Und 1,2 Kilometer sind es, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, als Block des neuen Bauens an der Küste. Und auch das war natürlich anfangs als KDF-Projekt verkauft worden. Am Ende des Tages ist auch das eigentlich eine riesige Lazaretteinrichtung dann gewesen. Also sonstige arbeitspolitische Maßnahmen, beispielsweise 10 Tage bezahlter Urlaub. Also das das stellt Götz Ali heraus, eine sozialpolitische Neuerung des Regimes und reiht sich ein in verschiedene weitere Maßnahmen, das Wohlwollen der Arbeiterinnen und Arbeiter für die neue Regierung zu gewinnen. Und auf der anderen Seite kommt es eben zu rigiden Maßnahmen des Ministeriums, des Reichsarbeitsministeriums, vor allem im Bereich der Arbeitskräftelenkung. Bestimmte Gesetzesmaßnahmen, und zwar zum einen wird 1935 die Dienstverpflichtung eingeführt. Kompromisse, die dann da geschlossen worden sind, entweder vollständig zugunsten der Arbeitgeber oder weitgehend zugunsten der Arbeitgeber geschlossen worden. Es hinkt diese Funktion mit dem Schlichter in jetzigen Tarifverhandlungen zu vergleichen, aber wenn die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern jetzt festgefahren sind, dann kann in bestimmten Fällen ja ein Schlichter benannt werden. Mal dürfen den die Arbeitnehmer und mal die Arbeitgeber dann benennen. Und je nachdem, wer dann benannt ist und beide akzeptieren den Schlichter, wird der Schlichterspruch ausgearbeitet und hinterher dann zur Abstimmung gestellt. Und das entfällt hier, der Treuhänder der Arbeit erarbeitet seinen Beschluss und verkündet den, und dann haben sich alle dran zu halten. Also, damit wird die Entmachtung der Gewerkschaften in legale Formen gebracht.
gebracht. Das Arbeitsbuch 1935 erleben wir in veränderter Form heute eigentlich auch. Und zwar haben diejenigen, die nicht mehr arbeiten gehen, haben es hinter sich. Ich erlebe es derzeit noch und alle anderen im Saal werden es erleben. Sie haben eine Sozialversicherungsnummer zugeteilt bekommen. Und bei Ihnen geht es möglicherweise schon, es geht eigentlich über Karte. Es müsste eigentlich jeder von uns seinen Sozialversicherungsausweis mit sich führen. Ich insbesondere, falls jetzt plötzlich die Tür aufgeht und der Zoll hier erscheint, könnte ich über meinen Sozialversicherungsausweis nachweisen, dass ich hier tatsächlich zu Recht angestellt bin und arbeite. Und ansonsten habe ich 1980 noch so einen hübschen Abreißblock bekommen. Und aus dem ist dann eine Seite 1981 abgetrennt worden für meine knapp 8-monatige Beschäftigung bei der Technikerkrankenkasse. Und dann blieb das Heft lange Jahre unangetastet. Dann ist eine weitere Seite tatsächlich abgetrennt worden für die Beschäftigung bei der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Und dann ist eine dritte Seite abgetrennt worden für die Beschäftigung bei der Tegelberg Akademie Freiberg. Und ansonsten habe ich noch diesen Blog und wenn ich mein Arbeitsverhältnis hier beenden würde und irgendwo anders ein neues beginnen würde, dann würde ich noch eine vierte Seite aus meinem Heft abreißen können und da präsentieren. Bei der jüngeren Generation geht das alles über diese Karte und elektronisch. Das Heft muss im Übrigen aufbewahren bis zum Renteneintritt, um es dann vorlegen zu können, dass ich immer sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen bin. Das Arbeitsbuch, also das ist sozusagen der Rest, der aus dem Arbeitsbuch resultiert, weil im Arbeitsbuch, das Arbeitsbuch ist in etwa so dem Laufpass des Gesellen nachempfunden. Das heißt, es wird in das ausgehändigte Arbeitsbuch, das der Arbeitgeber dann führt, eingetragen, wann sie in den Betrieb eingetreten sind, welche Positionen sie da begleitet haben, gegebenenfalls, ob sie befördert worden sind. Und wenn sie den Betrieb wechseln möchten, dann müssen sie dieses Arbeitsbuch anfordern und bei ihrem neuen Betrieb vorlegen, der sie ansonsten nicht einstellen darf, ohne dass sie dieses Arbeitsbuch vorgelegt haben. Und das ist der Übergang zur lückenlosen staatlichen Kontrolle ihrer privaten Arbeitsverhältnisse. Weil natürlich müssen sie sich auch gegenüber staatlichen Stellen rechtfertigen, falls sie zwischenzeitlich keine Tätigkeit ausüben. Und noch schlimmer wird es, wenn Sie in der Zwischenzeit staatliche Unterstützung beanspruchen möchten. Und um das abzufedern und endgültig zu den Ungunsten der Arbeitnehmer zu entscheiden, gibt es dann 1938 die Bestimmung über die Dienstverpflichtung. Wenn Sie sich also bei dem, was wir heute als Agentur für Arbeit kennen, damals beim Reichsarbeitsamt melden, dann dürfen Sie zum Dienst verpflichtet werden. Also das heißt, wenn Sie nicht selber eine Tätigkeit gefunden haben, dann steht es offen, ob Sie in Steinbruch gehen oder ins Zementwerk oder in die Sprengstoffherstellung oder sonst irgendwas. Bitte. Ist die Dienstverpflichtung dann nur für Zivilberufe gewesen oder auch für die Reichswehr? Sie werden da nicht zum Militär verpflichtet. Nein. Sie können aber, Wehrdienst für Frauen gibt es damals nicht. Das ist dann erst eine Erfindung der Neuzeit. Also der Bestrebung zur Gleichberechtigung der Frau, weil Frauen in der Bundeswehr, also jedenfalls in der Bundesrepublik, Frauen in der Bundeswehr stand bis in die 1980er Jahre alleine eine Karriere entweder in dem Musikkorps oder im Sanitätswesen offen. Und nach 1990
war dann auch der Dienst an der Waffe opportun. Da gibt es noch ein wunderbares Theaterstück von Dario Fo, italienischer Literatur-Nobelpreisträger. Titel weiß ich leider nicht mehr, aber es geht dann darum, weil ja die Frauen jetzt Wehrdienst an der Waffe leisten können, dass die Mutter für ihren besorgten Sohn den Wehrdienst übernimmt und dann mit der Flugabwehrkanone mal den ersten Kampfflieger des Gegners vom Himmel holt und dann hinterher aber sagt, sei das Kind gewesen, damit der Sohn dann möglichst schnell in den höheren militärischen Rang befördert wird und deshalb von der Front wegkommt. Mehr habe ich mir dann nicht angeguckt, sondern habe dann weiter umgeschaltet im Fernsehen, aber es war schon eine interessante Überlegung. So, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Also die Möglichkeit, dass sie dann zum Kriegsdienst mobilisiert werden, das läuft über die Kreiswehrersatzämter und dann gibt es die jeweiligen Einberufungsbescheide. In diesen Einberufungsbescheiden ist dann eben Folge zu leisten, weil das macht die Militärverwaltung. Und nur in begründeten Ausnahmefällen, also wenn die Person, die da einberufen werden soll, praktisch für das Funktionieren des Betriebs oder auch der Universität essentiell nötig ist, dann gibt es eine sogenannte Unabkömmlichstellung, eine UK-Stellung. Und solche UK-Stellungen sind dann vor allem in der Zeit nach Januar 1943 ganz beliebt. Also bis dahin kann man dann immer sich sein Fronterlebnis abholen. Und es gibt diverse nationalsozialistische Professoren an der Bergakademie, die das auch machen, die dann aber nicht tatsächlich an der Front zum Einsatz kommen, sondern irgendwo im hinteren Feld der Etappe. Mit Ausnahme des vormaligen Rektors, der im September 1939 in polnisches Maschinengewehrfeuer gerät und an einem Bauchschuss dann elendiglich zugrunde geht. So, und die Frage ist, wer war's? Der nach Schumacher und vor Wölche. Ich komme im Moment nicht drauf. Okay, wir werden drauf zurückkommen. So, da ist dann immer noch die Frage, ob der nicht bewusst den Tod dort gesucht hat. Und andere bezeichnende Beispiel ist Gerhard Grüß, der als Mathematikprofessor 1944 darauf verzichtet, weitere Forschungsanträge beim Reichsforschungsrat zu stellen und deshalb seine UK-Stellung an der Bergakademie verliert. Und alle glücklich macht, also erstens das Wehrkreiskommando in Dresden, weil die sagen, wir haben jahrelang gefragt und plötzlich habt ihr sogar einen Mathematikprofessor, den wir einziehen dürfen. Die Nazis an der Bergakademie sind glücklich, weil potenzielle Verwendung an der Ostfront ist damals eine Überlebenswahrscheinlichkeit von etwa 3 Wochen. Und dann sind die neu einberufenen tot. Und Grüß ist glücklich, weil er von den Nazis der Bergakademie wegkommt und über sein informelles Netzwerk dafür gesorgt hat, dass er eine Verwendung jenseits der Front findet und dann in Wünsdorf an der Heeresversuchsanstalt ballistische Rechnungen durchführen darf für ein halbes Jahr. Und nach dem halben Jahr ist das Projekt dann ausgelaufen und dann stellt man beim Militär fest, dass man eigentlich Lkw-Fahrer braucht und dann stellt man weiter fest, dass der Herr Professor keinen Lkw-Führerschein hat. Und dann wird er erstmal abdelegiert, dass er einen Lkw fahren lernt und nach der Zeit stellt man fest, dass man ganz vergessen hat, ihm das Lkw-Fahren mit Hänger beizubringen. Dann gibt es also nochmal einen Extrakurs und dann ist der Krieg immer noch nicht zu Ende und zum Schluss muss er noch für wenige Wochen tatsächlich irgendwo zum Einsatz kommen, die er aber überlebt. Das ist das, was Helmut Schmidt in seinen zusammen mit Loki Schmidt verfassten, also Schmidt war ja auch in Diensten der Wehrmacht, was die beiden Schmidts in ihren Memoiren zusammengefasst haben. Es gibt im Bereich des Militärs Menschen,
die bereits an die Zeit nach der Niederlage denken und deshalb darauf achten, dass Personen, die in dieser Zeit dann Verantwortung übernehmen können, den Krieg tatsächlich überleben. Also es nicht nur im Großen spiegelt sich auch im Kleinen wieder. Wahrscheinlich werden Sie diese Anekdote dann im Januar nochmal hören, aber vielleicht erinnern Sie sich auch dran, dann kann man das zu dem Zeitpunkt abkürzen. Dienstverpflichtung wäre aber zum Beispiel im Bergbau. Als was auch immer. Ja, das hängt das Interessante an diesem Arbeitsbuch ist dann, dass Sie auch besondere Fähigkeiten praktisch der Reichsarbeitsverwaltung melden müssen. Also Sie müssen das nicht dem Ministerium melden, sondern der nachgelagerten Verwaltung. Aber bei dieser nachgelagerten Verwaltung wird dann festgehalten, was Sie alles können. Also sprechen Sie Fremdsprachen? Wenn ja, welche? Auf welchem Grad? Anfänger, fließend, verhandlungssicher. Ja, wenn Sie Fremdsprachen sprechen und noch ein bisschen technisches Geschick haben, könnte sein, dass Sie in irgendwelche Funker- oder Fernmeldeeinheiten oder zur Spionageabwehr kommen. Wenn Sie einen Lkw-Führerschein haben, könnte es sein, dass Sie Lkw fahren. Motorradführerschein, dito. Alle die, die im nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps erfasst sind. NSKK haben per se einen Führerschein, der sie zum Bewegen unkonventioneller Fahrzeuge befähigt. Also alles jenseits eines Automobils. Welche Spezialfähigkeiten sie auch immer haben, ja, wer kann noch Stenografie? Niemand mehr, wir werden alle nicht, ich kann es auch nicht mehr. Professor Schönfelder, Finanzwissenschaftler, Professor für Volkswirtschaftslehre, der konnte das noch, der hat den Verlauf jeder Fakultätsratssitzung mit stenografiert und konnte sich sicher sein, dass er der Einzige im Saal ist, der das lesen kann und konnte seine Aufzeichnungen deshalb offen liegen lassen. Ja, so. Also ich denke, es ist deutlich geworden, was alles in so einem Arbeitsbuch gesammelt wird. Und es gibt praktisch nichts, was nicht gesammelt wird, ja, an Informationen. Das kann uns noch beschäftigen, wenn wir uns hier über die Rolle des Statistischen Reichsamts nochmal austauschen, obwohl das in dem Sinne kein Ministerium, sondern halt eine nachgeordnete Behörde gewesen ist. Also Lenkung der Arbeitskräfte und zwar vorzugsweise in die Rüstungswirtschaft ab 1938. Jetzt ist das Jahr 1938 noch aus einem anderen Grund, insbesondere auch für das Reichsarbeitsministerium von Bedeutung. 1938 im Frühjahr, im März, der sogenannte Blumenkrieg gegen Österreich, also durch österreichische Nationalsozialisten vorbereitet, können deutsche Truppen in Österreich einmarschieren und die österreichische Bevölkerung in Wien, 100.000 Leute auf dem Heldengedenkplatz, bereiten Adolf Hitler einen begeisterten Empfang und Österreich ist also heim ins Reich gekehrt. Und das bedeutet, dass Österreich verwaltet werden muss. Und wenn Österreich heim ins Reich gekehrt ist, dann muss also ein Verwaltungsbezirk geschaffen werden, wenn es denn ein einheitliches deutsches Reich mit einheitlicher Verwaltung geben soll. Und dann muss auch die Verwaltung vereinheitlicht werden. Und das betrifft natürlich nicht nur das Reichsarbeitsministerium, sondern es betrifft am Ende des Tages alle Ministerien. Und was da organisiert wird, ist von weitgehender Sympathie der Bevölkerung getragen, die Eingliederung einer deutschlandfremden Bevölkerung in deutsche Rechts- und Verwaltungsstrukturen.
Ja, man kann ja nicht davon ausgehen, und selbstverständlich war das auch nicht so, dass Österreich die gleiche Verwaltungsstruktur hat, wie das Deutschland der Weimarer Republik gehabt hat und insbesondere hinterher auch nicht Nazi-Deutschland. Und dann wird am Beispiel Österreichs erprobt, was notwendig ist, um eine Bevölkerung von einigen Millionen in das deutsche Rechts- und Verwaltungssystem zu integrieren. Und das sind Erfahrungen, die später ausgenutzt werden, wenn es gilt, die besetzten polnischen Gebiete, die durch Gesetz im Oktober oder was später, Oktober 39, nach Deutschland, nach Preußen, nee, Dezember 39 war es, glaube ich, in Preußen integriert werden, dann kommen diejenigen zum Einsatz, die in Österreich bereits ihre Erfahrungen gesammelt haben und gegebenenfalls diese Erfahrungen über das Sudetenland ausgedehnt haben oder durch den Anschluss der sogenannten Rumpftschechei im März 39 weiter ausgelebt haben. Die Frage ist, wie reagiert, ich muss es anders machen, dafür habe ich ja mal einen Block, wie reagiert das Ministerium auf Anforderungen der NSDAP? Also Martin Prossat, der merkwürdigerweise auf der Literaturliste nicht auftaucht, der taucht dann aber auf der anderen Literaturliste auf, der Staat Hitlers. Und Martin Prossat spricht von, schreibt noch zu klein, von einer selbsttätigen Gleichschaltung und Anpassung. Wir waren beim letzten Mal dabei, dem Führer entgegenarbeiten. Und im Bereich des Reichsarbeitsministeriums bedeutet die selbsttätige Gleichschaltung und Anpassung im Prinzip die Übernahme der Verhaltensweise, die Johannes Popitz als preußischer Finanzminister vorgelegt hat. Das heißt, durch Übernahme ideologischer Vorgaben gestalte ich meine Verwaltungspraxis aus und führe diese Verwaltungspraxis auch aktiv aus. Und das bedeutet, dass durch die neue Gesetzgebung, also durch das, was in Gesetz gegossen wird, ab Mai 1933, das zu berücksichtigen ist, was vorher im politischen Raum propagiert worden ist. Nehmen wir als Beispiel Juli 1933. Diesen Maßnahmen nationalsozialistische Ideologie und nationalsozialistisches Bewusstsein fortwährend in den Köpfen zu verankern, gehören nicht nur Bestimmungen darüber, ob man in seiner Parteiuniform zum Dienst zu erscheinen habe, sondern auch, wie in der Institution begrüßt wird. Vom Juni 33 datieren entsprechende Grundlagenbestimmungen, die dann von den einzelnen Ministerien und Institutionen, zum Beispiel auch der Bergakademie, in Form von Runderlassen umgesetzt werden, über die Einführung des deutschen Grußes.
Man sagt also nicht mehr guten Tag, sondern was anderes. So, und dann ist die Frage, ob Sie, wie unterzeichnen Sie am Ende ein Schriftstück, das zum Beispiel an andere Ministerien geht oder einfach nur an Menschen, die eine Eingabe zum Beispiel an ein Amt oder auch an ein Ministerium gemacht haben. Dann können Sie schreiben mit deutschem Gruß und dann ist gemäß dieses Runderlasses die Anforderung erfüllt. Die Alternative besteht darin, dass Sie mit Heil Hitler unterzeichnen. Es gibt auch eine Phase, in der Menschen mit deutschem Gruß und Heil Hitler unterzeichnen. Aber über die Zeit hinweg scheint es sich herauszukristallisieren, dass die Anzeige der Loyalität zu Hitler über die Grußformel mitgeteilt wird. Mit deutschem Gruß ist statthaft, aber die stärkere Variante ist Heil Hitler. Vor diesem Hintergrund ist die Frage, ist die Verwendung, wie es in den Unterlagen so schön heißt, des alten deutschen Bergmannsgrußes Glück auf noch statthaft? Und darf Glück auf allein stehen? Oder muss Glück auf mit Heil Hitler gegrüßt werden bzw. als Schlussformel verwendet werden? Darüber gibt es ernsthafte Auseinandersetzungen in der Verwaltung der Bergakademie. Und Glück auf alleine ist nicht statthaft. Genauso wie das Tragen einer Bergmannsuniform als Alternative zu einer Parteiuniform oder Verbandsuniform. Wenn Sie Bergmannsuniform tragen, muss ein Zeichen der NSDAP oder eines nationalsozialistischen Verbandes mitgeführt werden, sofern sie der NSDAP oder diesem nationalsozialistischen Verband angehören. Also wir haben das Problem von Gesslers Hut in anderer Dimension. Ja, wird der Hut gegrüßt, obwohl der Landrat, obwohl der Landvogt nicht anwesend ist und damit die Unterwerfung gegenüber dem Willen des Landvogtes kundgetan oder nicht. So, und am Ende des Tages kristallisiert sich halt raus, Glück auf und Heil Hitler oder auch Glück auf mit deutschem Gruß, aber Glück auf alleine geht dann also nicht mehr. Und man kann das belächeln, aber im Hintergrund steht immer die Drohung der Denunziation. Und es gibt genügend Menschen, die es auf die Position der anderen abgesehen haben. So, als Kombination, also allgemein gesprochen, was auch für andere Ministerien geltend beanspruchen wird, die Kombination aus Propaganda, Einschüchterungsversuchen und Anreizen. Wer in der NSDAP ist, also zu den Märzgefallenen gehört, der ist dann auch aufgefordert zu verdeutlichen, in der NSDAP zu sein. Und damit zu animieren, für den neuen Staat aktiv einzutreten. Und da kann es sein, dass es dann Sonderurlaub gibt, aber was auf alle Fälle gefordert ist, ist auch in Diensträumen politische Plakate auszuhängen und auf diese Art und Weise Maßnahmen der Regierung sozusagen plakativ zu unterstützen. Das Gegenbeispiel heute, es gab mal so eine Fachschaftskampagne zur Erhöhung der Wahlbeteiligung von der Fachschaft der Fakultät 3, Prügelstrafe bei Nichtbestehen von Prüfungen.
So ähnlich jedenfalls. Ich habe mir ein Plakat gesichert, weil das erzähle ich dann immer in einer anderen Vorlesung, wenn es darum geht, ob Folter im juristischen Prozess ein legitimes Mittel der Wahrheitsfindung ist. Und dann sage ich, ja, wenn man das mal weiter spinnt, dann ist völlig klar, wer bei mir in der Prüfung Mist erzählt, wird dann halt ein bisschen gefoltert. Weil es ist ja nur zu ihrem Besten. Also wenn Sie das umgehen wollen, dann bereiten Sie sich anständig vor, dass alles stimmt und dann fällt die Folter raus. Und ansonsten kann ich dieser Forderung der Fachschaft der Fakultät 3 nur vollständig inhaltlich beitreten. Na gut, hat sich dann nicht realisiert, vielleicht auch besser so. Gut. Eigentlich überflüssig darauf hinzuweisen, dass es sich um eine ironische Einspielung handelt, aber da das ja aufgezeichnet wird, macht es an dieser Stelle dann doch. So, was bei der Beurteilung der Handlung eines Ministeriums zu berücksichtigen ist und eine gewisse Relevanz beanspruchen kann, muss ich erst an den Zettel gewöhnen, sind nach Ulrike Schulz 5 Punkte. Der erste Punkt ist die vor allem sich verändernde Position der Ministerien im nationalsozialistischen Staat. Der zweite Aspekt ist die persönliche Nähe des Ministers zu Hitler beziehungsweise zu Hitlers Beratern oder irgendwelchen Netzwerken, die ihrerseits Zugang zu Hitler haben. Der dritte Punkt ist das Verhältnis zu nachgeordneten Dienststellen. Inklusive Parteidienststellen, also ich habe über die Spiegelbildlichkeit der Parteidienststellen zu staatlichen Positionen beim letzten Mal schon ein bisschen was erzählt. Dann die Frage nach der Bedeutung der Daueraufgaben, die das Ressort verwaltet. Im Allgemeinen. Und die Bedeutung der Daueraufgaben für Rüstung und Kriegswirtschaft sowie zur Sicherstellung der späteren Expansion des nationalsozialistischen Deutschland. Ja. So, zum ersten Punkt. Position der Ministerien im nationalsozialistischen Staat. Wir drehen uns immer wieder um das Ermächtigungsgesetz und infolge des Ermächtigungsgesetzes sind dann Vorschriften verabschiedet worden, die
Entstehung von Gesetzen verändert haben und beeinflusst haben. Und dieser Ablauf von Gesetzen, also Gesetze jetzt mal in Anführungszeichen, war bislang und ist auch heute noch geprägt durch das Einbringen einer Gesetzesvorlage in das Kabinett. Und das Kabinett ist die Regierung unter Vorsitz entweder des Bundeskanzlers oder damals des Reichskanzlers. Und dann wird eine Gesetzesvorlage in das Kabinett eingebracht und alle Minister und Ministerinnen dürfen darüber diskutieren. Das wird drastisch verkürzt. Es gibt nur noch das, was wir heute als Ressortabstimmung bezeichnen würden. Das heißt, vorderhand eine Abstimmung der beteiligten Ressorts. Das Finanzministerium ist also fast immer beteiligt. Das Innenministerium dürfte auch fast immer beteiligt sein, weil es um die Durchsetzung von Rassenideologie und Ähnlichem unter Umständen geht. Und ansonsten sind nur noch die Ressorts beteiligt, auf deren Kompetenzbereich und auf deren Verwaltungsaufgaben der neue Gesetzentwurf zielt. Also Arbeitskräftelenkung zum Beispiel hat da nichts mehr mit Volksaufklärung und Propaganda zu tun oder mit irgendwelchen Angelegenheiten der Reichsbahn. Also wir können beliebig andere Beispiele versuchen uns auszudenken. Also die Zahl der beteiligten Ressorts in der Beratung wird drastisch zusammengestrichen. Dann legt Hitler als Reichskanzler darauf Wert, dass eine Art Darwinismus im Handeln seiner Ministerien vonstatten geht. Und das gilt auch für die eingesetzten Sonderkommissare für irgendwas, Generalinspekteur für Wasser und Energie oder sonst was. Die Ministerien und Sonderbeauftragten und Kommissare sollen erstmal unter sich auskämpfen, wie der Gesetzentwurf am Ende aussieht. Und dieser Gesetzentwurf soll in der Regel als Rahmengesetz erfolgen. Das Konzept, nur Rahmengesetze erarbeiten zu lassen, hat den Vorteil, dass die Ministerien relativ rasch sich auf einen Rahmen einigen können, der dann veröffentlicht werden kann im Reichsgesetzblatt, während die konkrete Ausführung des Gesetzes hinterher den Erlassen und Vorschriften der einzelnen Ministerien dann obliegt. Das heißt, wenn der Rahmen feststeht, können die einzelnen Ministerien aus ihrer Kraft, aus ihrer Politik heraus die Detailvorschriften festlegen und die Ausführungsbestimmungen dann erlassen, mit denen sich der Reichskanzler und weitere Mitglieder der oberen Ebene in der Regel nicht mehr auseinandersetzen. Auch der erste Anlauf zur Vereinfachung der Gesetzgebung scheitert immer noch daran, dass die verschiedenen Ministerien versuchen, in Streitfällen den Reichskanzler, also Hitler, auf ihre Seite zu ziehen.
Und dann gibt es ein Vermittlungsverfahren, was über den Chef der Reichskanzlei läuft. Und der Chef der Reichskanzlei stimmt dann erstmal mit den beteiligten Ministerien einen ersten Entwurf ab, gibt den dann Hitler zur Entscheidung. Wenn der was dran zu mäkeln hat, geht das wieder in die Runde und zum Schluss landet es dann wieder bei Hitler, was ihm zuwiderläuft. Und das Verfahren dann am Ende des Tages abgekürzt wird und der Chef der Reichskanzlei zunächst eine bevorzugte Stellung bekommt, die er aber im Laufe der Zeit wieder verliert, weil ihm dann das Zutrittsrecht zu Hitler wiederum verwehrt wird. Womit wir wieder zurück beim zweiten Punkt wären. Persönliche Rolle der persönlichen Nähe zu Hitler. Und diese persönliche Nähe führt dann dazu, dass einigen der Minister das Recht des direkten Vortrages generell abgesprochen wird. Ulrike Schulz nennt die Reichsministerien Reichsarbeitsministerium, Ministerium der Finanzen, Ministerium der Landwirtschaft, Post, Verkehr, Wirtschaft und Erziehung, die bis 1938 nur noch in Ausnahmefällen das Recht zum direkten Vortrag bekommen haben. Das mag man, also das ist nichts, was irgendwie emotional zu bewerten ist, und die Geschichte wäre auch nicht anders gelaufen, wenn sie das Recht zum direkten Vortrag gehabt hätten. Aber das ist eben ein Kennzeichen der Machtstruktur, dass sie von vornherein eigentlich mit ihren Positionen im direkten Vortrag ausgeschlossen sind. Und das ist etwas, was auch heute immer noch eine Rolle spielt. Also es ist die Frage, wenn es Unstimmigkeiten oder divergierende Ansichten über die Zukunft einer Fakultät an der Bergakademie gibt, wer darf dann das Recht des direkten Vortrages zum Beispiel vor Dekan oder Rektor für sich in Anspruch nehmen? Das ist rein formal relativ einfach zu regeln. Der Dekan und der Rektor empfängt, wen er will. Die Praxis ist im Moment relativ liberal, weil Magnificenz Babknecht auch immer offene Gesprächsrunden anbietet, wo sie alles vorbringen können, was sie vor dem Thron vorbringen möchten, sozusagen, wie zur Zeit des Hochmittelalters. Aber prinzipiell können Dekan und Rektor natürlich darüber selbst bestimmen, mit wem sie reden möchten. Jetzt haben wir aber akademische Selbstverwaltung. Das bedeutet, es gibt gewisse Gepflogenheiten. Wenn Sie Mitglied eines Gremiums der akademischen Selbstverwaltung sind und in dieser Funktion einen Terminwunsch äußern, dann gehört es zur Höflichkeit, dass diesem Terminwunsch entsprochen wird. Kann ja auch Montagmorgens um 6 Uhr sein, ja, also aus der Amtszeit von Professor Strojan wird mit Wonne erzählt, dass er künftige Kollegen für Berufungsverhandlungen in der Regel morgens um 7 Uhr oder um 6.30 Uhr empfangen habe, weil die dann noch unausgeschlafen gewesen wären und er die bessere Verhandlungsposition qua Wachheit gehabt habe. Aber für ein Mitglied eines Gremiums ist es opportun, dass dem Gesprächswunsch entsprochen wird. Das gilt auch zum Beispiel für den akademischen Senat. Und das kann man auch versuchen, wenn man Mitglied der Fachschaft ist, dass so ein Gesprächswunsch geäußert wird. Es ist ja immer die Frage, was dabei herauskommt. Ja?
Der Staatsminister Gemko hat bei seiner Laudatio auf Georg Unland als Ex-Präsident der TU, nein, als Ex-Rektor, als Ex-Rektor der TU Bergakademie Freiberg darauf verwiesen, als Ex-Finanzminister, dass er sich bei der Vorbereitung seiner Laudatio an seine ersten Haushaltsverhandlungen mit Herrn Unland erinnert habe, die er, Gemko, seinerzeit als Justizminister führen musste. Und das führte dann dazu, dass Familie Gemko bei Familie Unland zum Abendessen eingeladen war. Und nachdem man sich 6 Stunden, also bis etwa 2 Uhr morgens, über alles Mögliche in der Welt unterhalten hatte, und doch bei Familie Gemko leichte Ermüdungserscheinungen auftraten, stellte der Minister Gemko fest, dass der Minister Unland in keinem einzelnen Punkt nachgegeben hatte. So dass dann der Minister Gemko am darauffolgenden Montag beim Ministerpräsident Tillich vorstellig wurde und der Ministerpräsident Tillich den Minister Unland angewiesen hat, dem Minister Gemko wenigstens mal 5 Richterstellen zuzuweisen. Also Sie sehen, Verhältnis direkte Vorsprache ist nicht unerheblich, weil ohne direkte Vorsprache, in dem Fall beim Minister, kein in Anführungszeichen Einknicken des Finanzministers, wobei ich mir sicher bin, dass Herr Unland dachte, 5 Richterstellen ist locker, da ist immer gut bei weggekommen fürs Finanzministerium, da hätte es schlimmer kommen können. Naja, also das Untersagen des direkten Vortrages, und das macht es dann zum Beispiel möglich, dass jemand wie Martin Bormann als oberster Parteistratege der NSDAP in dem Fall oder oberster Organisator den Zutritt zu Hitler regelt während der Kriegszeit, und wenn irgendein Minister mit Hitler reden möchte, vielleicht mit Ausnahme von Albert Speer, dann führt der Weg über Bormann. Und er führt nicht mehr über den Sekretär der Reichskanzlei, nämlich Lammers. So, also Relevanz der politischen Vorsprache. Das Verhältnis nachgeordneter Dienststellen einschließlich zu den Parteidienststellen. Um das zu verdeutlichen, können wir einen Blick auf die organisatorische Struktur des Reichsarbeitsministeriums im Jahre 1929 werfen. Diese organisatorische Struktur ist vom Prinzip her vollkommen irrelevant. Sie ist aber relevant, um deutlich zu machen, was eine nachgeordnete Struktur ist. Wir haben also als oberste Behörde das Reichsarbeitsministerium. Und das hat die Aufgabe der Reichsversorgung, der Sozialversicherung, der Wohlfahrtspflege, der Organisation von Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, der Lohnpolitik, Tarifvertragswesen und Schlichtungswesen, der Arbeitsvermittlung und der Arbeitslosenversicherung sowie des Wohnungs- und Siedlungswesens. Und als solches ist das Reichsarbeitsministerium zunächst aus der Reichswirtschaftsverwaltung im Krieg hervorgegangen, und als aus der Reichsverwaltung für die Wirtschaft im Krieg eine Unterstelle ausgegliedert wurde, ist dann später das Reichsarbeitsministerium daraus nochmal ausgegliedert worden. So, jetzt, wenn wir uns das bei der Reichsversorgung anschauen, gibt es Hauptversorgungsämter, es gibt Versorgungsämter, versorgungsärztliche Untersuchungsstellen und Versorgungskuranstalten. Die Versorgungsämter, Reichsversorgung, kümmern sich also um ihre Ansprüche bei der Rente.
Die versorgungsärztliche Untersuchungsstelle kümmert sich darum, gibt es irgendwelche Gesundheitsschäden, die eine Versorgung, die einen vorzeitigen Renteneintritt rechtfertigen. Und die Kriegsinvalidenhäuser und die Kuranstalten kümmern sich auch noch darum, ob die Versorgung mit irgendeiner Kriegsversehrung zum Beispiel in Zusammenhang steht. Reichs- und Landesversorgungs- und ein Landesversorgungsgericht, also das ist natürlich das Preußische. Das heißt, das Ministerium kontrolliert im Prinzip auch die Rechtsprechung, die seine Anordnungen und Erlasse juristisch überprüft. Das ist auch heute noch so. Das heißt, die Sozialbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg entscheidet selbst über die Einstellung von Damen, Herren und Diversen in das Amt eines Sozialrichters und einer Sozialrichterin. Die sind dann allerdings keinen Weisungen mehr unterworfen, weil das die Sozialrechtsprechung ist, ist das ein Teil, der nicht der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterliegt, und deshalb sagen die Betreffenden immer, dass sie die unordentliche Gerichtsbarkeit darstellen. Also Sozialgerichtsbarkeit ist abgeleitet aus dem Arbeitsministerium, was sozusagen gleichzeitig mit einer soziale Komponente bearbeitet. Wir lassen mal die Sozialversicherung und die Wohlfahrtspflege außen vor und kommen zum Wohnungs- und greifen wir nochmal das Wohnungs- und Siedlungswesen heraus. Das sind die zusammen mit Reichsfinanz- und Reichswehrministerium sind nachgeordnet die Landesfinanzämter, die Wehrkreisverwaltungsämter und die Marineintendanturen. Da geht es dann darum, sind Kriegsteilnehmer bevorzugt mit Wohnungen aus Projekten des sozialen Wohnungsbaus zu versorgen oder nicht. Die Deutsche Bau- und Bodenbank AG in Berlin und die Provinziale Wohnungsfürsorgegesellschaften und die Baugenossenschaftsverbände organisieren dann die Wohnprojekte. Das macht das Reichsarbeitsministerium. Und die Frage ist, ob bei diesen Kompetenzen nicht andere Stellen auch Kompetenzen beanspruchen. Und natürlich ist es der vorhin schon erwähnte Reichs-Trockenbeutlei als Führer der Deutschen Arbeitsfront, der nationalsozialistisches Bauen, nationalsozialistische Stadtgestaltung versucht, über Einflussnahme der Deutschen Arbeitsfront durchzusetzen und deshalb auch später zu einem Sonderkommissar ernannt wird. Der Reichsarbeitsminister bremst den Sonderkommissar allerdings aus, indem er ihm eine Hinterstube als Dienstzimmer zuweist und ihm den Zugriff auf Personal verweigert. Und es ihm gelingt, im Zusammenspiel mit dem Reichsfinanzministerium den Zugriff auf Gelder des Reichsarbeitsministeriums zu verwehren. Und deshalb kann Ley hier keine Wirksamkeit entfalten. Und trotzdem ist die Frage, in Anführungszeichen, des sozialen Wohnungsbaus ja nicht unerheblich. Und die Reste des sozialen Wohnungsbaus können Sie an zwei Stellen in Freiberg noch besichtigen. Das ist zum einen in den Straßen, die von der Frauensteiner Straße abzweigen, also gegenüber vom Landratsamt. Das ist so Bereich Gabelsberger Straße und dann die Straßen, die heute so Zilleweg und Parallelstraßen sind. Das sind Gebäude, die im Zuge eines nationalsozialistischen Bauprojektes errichtet worden sind und für verdiente Parteimitglieder in den 30er Jahren vorgehalten worden sind. Das andere ist, das muss man überlegen, am Seilerberg, oh Gott, der Sonnenstern scheint,
Nee. Irgendwas mit Sonne war es. Also die Stadt Freiberg hat ganz harmonisch. Sonnenrad, genau. Die Stadt Freiberg hat ganz salomonisch strukturentscheidende Elemente in den Jahren 1991 bis 1993 dem Erdboden gleichgemacht, so dass sie das nicht mehr so ohne weiteres erkennen, wo da der Versammlungsplatz gewesen ist und wie die Struktur der Siedlung so überhaupt war. Aber wenn sie auf den Stadtplan draufschauen, dann ist es noch nachvollziehbar. Und Uwe Richter als städtischer Denkmalpfleger hat es auch in einem Beitrag über Thingplätze oder Thingstätten, Judenhäuser und dritten Titel weiß ich nicht mehr geschildert. Buch gibt es bei der Landeszentrale für politische Bildung. Die letzten Auswirkungen nationalsozialistischen Bauens in Freiberg sind an der Chemnitzer Straße. Das sind diese Wohnblocks, die in unmittelbarer Nähe zur Eisenbahn errichtet sind. Wenn Sie auf der Chemnitzer Straße stehen und stadtauswärts blicken, das, was auf der linken Straßenseite entstanden ist, wo unten auch der kleine Bäckerladen drin ist, aber die Wohnblocks praktisch von der Johannesstraße bis hoch zur Bahnbrücke, das sind auch nationalsozialistische Bauprojekte gewesen. Und dann ist halt die Frage, wer hat die Kompetenz dafür? Ist das das Reichsarbeitsministerium? Ist es ein Bauministerium? Ist das die Deutsche Arbeitsfront? Wer kann sozusagen die Wohltaten der Sozialpolitik für sich in Anspruch nehmen und verkaufen? So, jetzt sind für das Ministerium... Es gibt auch Zahlen, wie sich das Ministerium im Laufe der Zeit verändert hat und welche Abteilungen das Ministerium bestimmen. Und hierfür, das muss ich mal von Nummer 1 haben wir gefunden. Und Aufbau Nummer 2, so Janas. Also zeigen wir das mal direkt im Text. Gründung und Aufbau des Reichsarbeitsministeriums in der Weimarer Republik. Es gibt 9, also Einsetzung der Ministerien. Am 4. Oktober 1918 wird das Reichsarbeitsamt gegründet und das Ministerium hat dann 9 vortragende Räte, 20 Referenten, 56 planmäßig Beamte und 37 Angestellte im Oktober 1918 zum Aufbau eines Reichsarbeitsamtes. Und daraus entwickeln sich dann praktisch über Nacht durch die Übernahme des Versorgungswesens, und zwar des Versorgungswesens im Sinne der Rentenbezieher und Bezieher von Sozialleistungen, zum 5. Oktober 1919, der zweite Gründungstag des Reichsarbeitsministeriums. Das heißt, wir waren vorhin bei 9 vortragenden Räten, 20 Referenten, insgesamt 56 planmäßigen Beamten. Über Nacht sind es 572 Beamte, also mehr als das Zehnfache. Und von den 37 Angestellten wächst die Zahl auf 3818, also auf mehr als das Hundertfache. Und das erfordert Menschen, die diese neue Behörde dann gliedern. Und die Gliederung geschieht erstmal in 4 Abteilungen: Arbeiterfragen, Arbeiterversicherung, Wohnungs- und Siedlungswesen sowie Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen. Und diese Abteilungsstruktur bleibt weitgehend intakt.
Und es gehört auch zu den bemerkenswerten Umständen, dass die Leitung des Reichsarbeitsministeriums in der Weimarer Republik von 1920 bis 1928 dem gleichen Minister obliegt. Ungeachtet der wechselnden Koalitionsregierungen und der wechselnden politischen Umstände, und zwar der Minister war Heinrich Brauns. Heinrich Brauns war 8 Jahre lang Minister und wurde durch seinen einzigen Staatssekretär, nämlich Hermann Geib, nochmal um 4 Jahre in der Position übertroffen. Brauns war Zentrumsabgeordneter und ist also Lebenslauf können Sie sich hier in der Zwischenzeit selbst durchlesen. Brauns und Geib sorgen dafür, dass es einen stabilen Beamtenkörper gibt, bei dem zunächst mal nicht das Parteibuch, sondern der Sachverstand entscheidend ist. Es gibt andere Ministerien, die an anderen Verwaltungsstrukturen näher dran sind, bei denen dann eine gewisse parteipolitische Zuverlässigkeit im Sinne der koalitionstragenden Parteien gewünscht wird. Und es gibt dann eben Bereiche, die durchaus zu einer nicht unerheblichen Zahl von SPD und KPD-Mitgliedern auch besetzt werden. Vorzugsweise Arbeitsvermittlung. Und mit dem Abgang von Brauns und im Weiteren dann 1932 Geib kommt es zu einer Zwischenlösung in der Führung des Ministeriums, wobei dann als Selte, als Minister installiert wird oder ernannt wird, einer der bisherigen Vertreter zum Staatssekretär avanciert. Und bis 1938 ist eine relative Kontinuität in der Besetzungspraxis der Stellen des Ministeriums garantiert. Das heißt, es wird ungeachtet aller Vorstellungen, man möge altverdiente Kämpfer und Parteigänger berücksichtigen, wird immer auf eine fachliche Ausbildung Wert gelegt. Aber das ändert sich dann 1938, als einer der langjährigen Beamten, der die Personalpolitik geleitet hat, altersmäßig in Ruhestand geht und durch einen überzeugten Nationalsozialisten ersetzt wird. Und da kommen wir zu einem Aspekt. Also alles, was ich inhaltlich beim Reichsarbeitsministerium abgespielt habe, ist von minderer Bedeutung. Es geht sozusagen ums Prinzip und um die Struktur. Und der Aspekt, zu dem wir an dieser Stelle kommen, heißt Geduld. Und es wird, das hat es auch schon verschiedentlich deutlich gemacht, auch an anderen Beispielen, also Andreas Wagner, Machtergreifung in Sachsen, ist die anstehende Literatur. Und ob das jetzt am Beispiel von Sachsen deutlich gemacht wird oder zum Teil an anderen Reichsministerien, dass überraschenderweise eine personelle Kontinuität besteht,
das spielt im Ergebnis eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Denn wenn Schlüsselpositionen mit Parteigängern besetzt werden, da waren wir ja schon beim letzten Mal dabei, dann reichen gegebenenfalls auch die einzelnen Parteigänger, um Wirkung zu entfalten. Und wenn sie die Wirkung noch nicht entfalten können, dann nehmen wir zum besseren Verständnis wieder das Beispiel aus dem Hochschulbereich. Wir haben einen Amtsinhaber auf dem Ordinariat, also auf der höchstrangigen Form einer Professur, die es an deutschen Hochschulen gibt. Und man sieht, die Person ist im weitesten Sinne den Zielen jetzt nicht abgeneigt, sondern wahrscheinlich ein loyaler Mitläufer und durch fachliche Arbeit das System unterstützende Person, jedenfalls nicht gegen das System arbeitet. Naja, dann hat der Mann noch 3 Jahre im Amt oder 5 Jahre im Amt oder 6 Jahre im Amt. Und dann ist die Frage, bringen Sie sofort Menschen in Position, die eigentlich noch gar nicht die fachliche Kompetenz und vielleicht auch nicht menschliche Reife haben, oder üben Sie sich in Geduld? Und die Geduld bedeutet in diesem Sinne, Sie schaffen eine Stelle unterhalb der Ordinarienstelle, ein Extraordinariat. Und hochschulpolitisch sind ja sowieso nur die Ordinarien ganze und vollständige Menschen gewesen. Das heißt, der Extraordinarius zählt in der akademischen Hackordnung und Hierarchie erstmal nichts. Und weil das so ist, akzeptiert die altgediente Professorenschaft auch die Besetzung des Extraordinariats mit einem Parteigenossen der NSDAP. Weil als Mensch ist er sowieso nichts wert und könnte da auch nichts, sonst wäre er ja Ordinarius geworden. Also kann man sich daran ergötzen, sich für unverzichtbar zu halten. De facto kann sich der Mann 5 Jahre lang in sein neues Amt einarbeiten. Dann geht der Ordinarius planmäßig in Ruhestand und das Ordinariat wird dadurch besetzt, dass nach 5 Jahren der Extraordinarius in das Ordinariat übergeleitet wird und die Extraordinarienstelle wieder einkassiert wird. Und auf diese Art und Weise können Sie mit 1 bis 3 Extraordinarienstellen Ihren akademischen Nachwuchs bereits fachlich heranbilden. Der stellt seine parteipolitische Zuverlässigkeit unter Beweis und kontrolliert als Parteigänger der NSDAP den ihm eigentlich Dienstvorgesetzten, der von nun an fürchten darf, bei dem geringsten Erregen von Unmut oder Missbilligung aus dem Amt entfernt zu werden. Und der Nachfolger ist ja bereits hier schon da. Und genauso können Sie das im Ministerium auch machen. Naja, da ist der Ministerialdirektor sozusagen noch nicht reif für den Abschuss. Dann benennen Sie erstmal Ministerialräte. Ja, es werden die Planstellen besetzt, die frei sind. Und diejenigen, die die höhere Planstelle innehaben, werden durch den Druck gezwungen, sich opportun zu verhalten. Wie das bei Brossard formuliert worden ist, die selbsttätige Gleichschaltung und Anpassung als Prinzip. Und die selbsttätige Gleichschaltung und Anpassung führt im Ergebnis dazu, mit entsprechender Geduld, dass nach und nach alle Stellen nationalsozialistisch besetzt werden. Weil zum Schluss sind nur noch Menschen übrig, die die entsprechende Qualifikation haben, die den nationalsozialistischen Stallgeruch aufweisen. Und wenn sie ihn noch nicht aufweisen sollten, dann gibt es für alle höheren Stellen sogenannte Lager. Es gibt Lehrerlager, es gibt Dozentenlager, es gibt Richterlager. Und diejenigen, die so eine Stelle anstreben, die bekommen dann einen längeren Lageraufenthalt. 6 Wochen in irgendeinem vormaligen Landschulheim und dürfen da beweisen,
dass ihr Körper gesund ist, weil der vormalige Feldwebel, der dann in der NSDAP ist, als Lagerleiter morgens um 6.30 Uhr sie mal antreten lässt. Und dann geht es erstmal zum Dauerlauf oder sie machen ihre Liegestütze oder ihre sportliche Übung. Dann kommt politische Schulung und dann dürfen sie selbst beweisen, wie weit ihre Anpassungsleistung bereits gediehen ist. Und dann gibt es wieder ein bisschen Sport. Und dann gibt es Freizeit, wo sie lustige nationalsozialistische Lieder nach Möglichkeit mit Inbrunst mitsingen. Und nach 6 Wochen schnarchen sie nationalsozialistisch. Ja, das geht nicht an ihnen spurlos vorüber. Also das System bearbeitet sie und der Sinn des Lagers ist, sie entsprechend zu formen, dass sie im weiteren beruflichen Leben und der Position im Sinne des Systems dann arbeiten. Und wenn derjenige, der das Lager führt, am Ende dieser 6 Wochen zu der Überzeugung kommt, dass da noch Restzweifel bestehen, dann gibt es mit Sicherheit andere, die zum Beispiel bei den sportlichen Übungen ihren Willen zur Anpassung unter Beweis gestellt haben. Und es gilt als besonderes Privileg, dass die altgedienten Professoren von der Absolvierung eines derartigen Lagers ausgenommen worden sind, weil man Menschen, die im Ersten Weltkrieg zum Beispiel an der Front gekämpft haben, nicht nochmal ihre Ergebenheit zum Regime auf diese Art und Weise abbringen möchte oder vorführen lassen möchte. Und da gilt dann halt die Geduld und im Zweifel wartet man die 5 Jahre dann ab, bevor die Leute aus dem Dienst entfernt sind. So, das war das Beispiel, also das waren einige allgemeine Strukturen am Beispiel des Reichsarbeitsministeriums und meine Prognose wäre, dass wir uns beim nächsten Mal mit Kommissaren und Sonderbeauftragten auseinandersetzen werden. Das ist aber nur eine vorläufige Prognose. Das sehen wir dann. Schönen Dank, dass Sie da waren und mich das haben vertiefen lassen, was ich durch Lektüre aufgenommen habe. An der Verbesserung der Darstellung wird noch gefeilt und gearbeitet. Bis zum nächsten Mal.